Jetzt. Grüße gehen raus, meine Freunde. Hey, warte. Was glaubst du, wer gewinnt? Die sind mit der Zahnluke auf jeden Fall. Nein, die andere ist auch Chaya so. Aber ich glaube, die mit Zahnluke hat noch mehr diese Freshness. Die kommt halb nackt raus. Also, da muss ich auch was dazu sagen. Halb nackt ist heute das Gewinnen. Halb nackt ist heute schick und Mode. Grüße gehen raus an TikTok. Daruhan. Wer gewinnt von den beiden? Auf jeden Fall sage ich dir, die beiden so ein bisschen komisch, aber kein Problem. Ja, ich, komisch hier, Düsseldorf, Dortmund, ich küsse eure Herzen, aber sie, glaub mir. Aber vielleicht diese Pole. Was sagst du? Wo sind ihre Quoten? Also meine Quoten sind auf jeden Fall. Hey, gute Frage, Mann. Sind alle drei irgendwie so im gleichen Kaliber, Mann. Ich sag dir ganz ehrlich. Gratis alles. Wie hieß die mit der Kappe? Amelie gewinnt. Ich kenne sie nicht. Nein. Ey Leute, heute ist der 20. Mal. Wir reparieren mein Handy. So Leute, berührt. Zeig mal dein Handy. Oder erzähl mal, wie findest du diese Leute Düsseldorf und Dortmund? Guck mal, in Düsseldorf geht's mehr ab. Ja? Als in Dortmund. Ja. Wenn ich ehrlich bin, ja normal. Ja normal, gestern war Baba Levi, oder? Normal, Alter. Boah, ich komm später, ich mach mich bewegen. Die hat hier richtig schöne Wünsche, ja? Sehr, sehr schöne Wünsche. Aber dafür gebe ich immer Gas und bin immer da. Und zieh nicht irgendwo abends mit irgendwelchen Boys. Das ist meine. Seht ihr, Leute, ein Mensch kann nur so wenig Pech haben wie ich. Oder so viel Pech haben wie ich. Das ist jetzt Handy Nummer 20. Ich meine, ihr beobachtet es ja mit. Ich habe ja die letzten Handyprobleme mit reingenommen. Und gefühlt davor ist es ja schon 10-mal passiert. Immer wieder, wenn die abends weggehen. Die anderen haben wir nach Hause geschickt. Bruder gefunden, die soll ja, trach du jetzt. Der repariert jetzt Handy, solange ich Shopping Queen drehe. Was sagst du? Was soll ich machen? Mein Handy ist kaputt gegangen. Wo sind die? Und auf wo bin ich jetzt gerade zu sehen? TikTok oder YouTube? YouTube. Genau. Dann geht's mir gut wieder. Dann bin ich voll geladen, kann ich schon wieder kaputt ja, machen. Ja, Mann. Spaß. Wenn ihr Handy dann hat gute Laune, ich oder? Ich weiß nicht, was gerade abgeht auf Insta und so. Ja. Yeah. Ich fühle mich von dieser sozialen Media komplett weg. Ich kacke. Normal. Ja. Gib mir dein Handy, ich gucke. In die Kommentare. So ein anstrengendes Format. Was soll ich heute noch machen? Ich muss hier Shopping Queen drehen. Wenn das fertig ist, muss ich noch in die Stadt Tinder drehen. Und ich rede nicht hier von ein Tinder, ich rede hier von zwei, drei Tinder. Wenn schon, dann schon. Yusuf Bosch, mein Tagesablauf. Ibrahim Bosch. Ja. Ja, das ist auf jeden Fall ihr Handy. Hat schon wieder? Handy Nummer 540. Maschallah. Es gibt ein Problem wie jedes Mal. Wieso? Ey, iPhone ist deaktiviert. Ich kenne mein iCloud nicht. Echt jetzt? Mein E-Mail. So, wir sind jetzt bei den Ladies. Die Tüten trägt leider Kase. Ihr Mädels, eure Dreckstüten muss nicht mein Kameramann tragen. Das nicht. Normal. Okay, Leute, wir haben jetzt eine kleine Kommunikation zwischen Bego. Hi. Und Sanchez. Mariella. Abdelrahim. Bitte schön, fangt an. Ich höre jetzt euch einfach mal so zu. Stell mir Fragen, ich beantworte die. Fufi pro Frage. Wieso sitzt du da? Warum liegt hier Stroh? Die denken, ich bin dumm. Nein. Doch. Wie? Schmuck. Was ist ein Schmuck? So Leute, ich melde mich gerade von zu Hause mit dem Handy aus. Die Qualität zählt nicht. Wichtig ist jetzt,
Die Infos, die ich euch mitteilen möchte, das ist wichtig. Jetzt am Sonntag müsst ihr auf meinem Tinder-Kanal kommen. Einige von euch haben es noch nicht mitbekommen, dass ich einen Tinder-Kanal habe, extra für die Tinder-Videos. Das ist der Kanal, kommt alle drauf, aktiviert die Glocke. Da werden die ganz neuen Tinder-Videos kommen und natürlich auch die Tinder-Videos, die alle raus sind. Leute, da der Kanal nicht so leicht zu finden ist, ist normal, er ist relativ neu. Deswegen erst der Link in der Beschreibung. Also abonniert schon mal stark und aktiviert die Glocke. Und nochmal wegen dem Tabak, weil so viele Anfragen wegen dem Shisha-Tabak, Smoking Monkey. Wir haben extra diese Warteliste für euch. Da müsst ihr euch einfach nur registrieren. Und um noch weiter nach oben zu kommen, müsst ihr die Seite einfach weiterleiten. Da gibt es extra so ein WhatsApp-Zeichen. Da klickt ihr drauf. Natürlich, falls sich jetzt einige fragen, warum gibt es eine Warteliste? Leute, der Ansturm ist viel zu groß und wir können leider nicht alle beliefern. Und deswegen ist der Tabak leider limitiert. Und es ist ein sehr, sehr großer Ansturm, wie gesagt. Deswegen verliert keine Zeit und registriert euch jetzt. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Sorry wegen der Toastbrot. Qualität gerade mit dem Handy. Ein Schmuck? Nö. Seit du auf die Welt gekommen. Und was zeichnet ein Schmuck aus? Ein Schmuck? Ja. Dein Schmuck, du. Ja, definiere mal. Also erklär mir die Definition von Schmuck. Okay, warte, buchstabier mal Schmuck. S-C-H-O-M. Das ist Schmuck. 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 Nein. Doch. Shaolin, Mensch. Ey, ich bin gerade aufgewacht, Leute. Ich kann nicht mehr sitzen, Alter. Mach nochmal. Leute, ich habe heute auf jeden Fall richtig was Interessantes vor. Und zwar, was haltet ihr von einem Boxautomat-Challenge? Siehst du, Sandsack? Wer Hut am besten weghaut. Ich behaue ich alle weg. Ja. Ihr geht alle mit, nicht geschmeckert, mit Trilling im Bauch. Hose ist weiß. Die Hose ist neu. Bock mich nicht. Ich hab und du setzt dich mit der auf den Boden. Es juckt mich nicht, deswegen sind meine Klamotten immer dreckig. Wir sind immer die letzten Tage, kurz bevor wir nach Hause gehen, so ekelhaft, gell? Ja. Warum ist das so? Weil wir ekelhaft sind seit unserer Geburt. Was machst du den erstmal dumm an, warum er so lange braucht? Ey, du Schmuck, Alter, warum brauchst du so lange? Kein Piss, Alter. Kein Schmuck, Alter. Ballerina mit dieser Beine. Vito, wenn wir nicht aufsteigen, wir sind super rasiert, die Beine. Auf was wartet ihr? Auf dich? Schiffe. Immer? Okay. Was war? Nomad! So Leute, wir sind jetzt hier in Köln. Ja, klar. Bruder, 1. Mai in Köln. Ja, ja. Operation ist da. So, jetzt aufnehmen. Hi. Ich will nur mein Adana, ja. Gib mir mein Adana. Was ist das Wichtigste bei dir? Wichtigste bei mir ist ein dicker Umfang, aber natürlich nicht in gewissen Bereichen, sondern nur an den Oberarmen. Wie fandst du das? Nee, ich finde, der Umfang muss schon überall stimmen. Vor allem im unteren Bereich. An den Oberschenkel, meine ich. Ich trainiere, wie man auch in meinen Storys erkennen kann, immer sehr gerne Beine. Also, ich habe sehr selten in meinem Leben trainiert. Das mache ich einfach, indem ich das Ganze kompensiere ich dann einfach durch massiven Steroidmissbrauch und meine schlechte Ernährung. Ja gut, da muss ich halt später die Konsequenz vertragen und exzessives Beintraining im Hotelzimmer betreiben. Freundlicherweise helfen mir immer die ein oder andere junge Dame dabei. Ja, dann klappt das Ganze auch. Jetzt essen wir. Guten Appetit. Ein Blowy. Hey, Leute, ihr dürft gleich mal raten. Hallo, Mann. Hey, ihr dürft gleich mal raten, warum dieser Mann so glücklich ist. Und so spät gekommen ist zum Tisch und immer noch am Essen. Und so spät Bruder, gekommen. Bruder, darfst du erzählen. Warte. Der hat ein Handy bekommen. Kein Handy. Keine Parkplatz gefunden. Der hat sich Chaya geklärt, Leute. Der war beschäftigt. Guck jetzt, bück der sich selber. Ready to go out, bro. Trizeps check. Doch, hieß mich, verstanden. Trizeps check. Was geht bei dir? Bruder, hau mal meine Hunde.
Was läuft denn? Es geht so ein bisschen, weißt du, ich mach nicht viel, weißt du, ja, ich laufe halt viel, früher weißt du. So eine. Ja, ja. Aber mehr wie früher, weißt du? Nicht von alleine. Ich bin kein Kultscheißer. Ich weiß es wirklich besser. Kultscheiße. Tschüss, ne? Tschüss. Tschüss. Was? Sachen, die du noch nie hattest, oder? Nein, ja, viele. Zum Beispiel? In der Presse zu rotzen. Boah! Spaß. Buh, buh, buh. Ja, rein. Erfnisch. Boah! Boah! Hör auf! Reicht! Hör auf! Hallo! Reicht! Hat jemand Schlüssel von ihm? Hat Schlüssel von ihm? Hey, Delsim! Ich hab Schulter-OP hinter mir, mit beiden Schultern. Hier, guck, Beweis. Guck mal, Beweis. Siehst du dieses Loch? Der Unterschied ist, ich hab eine chronische Bizepssehnenentzündung. Was jeder Kampfsportler kennt. Ich auch. So, aber ich heul nicht rum. Mein Trizeps ist gerissen, mein Bizeps ist gerissen. Waden gebrochen. Ich hab Oralbandriss. Oh. Spiralbandriss. Wisst ihr, warum er Oralband? Jetzt gibt's ein Battle, Leute. 170 Kilo? 18 Kilo. Sag mal, 90 Kilo? Nein, 80. 85. 85? 75 Kilo. Oh. Hier gibt's jetzt ein Battle. Okay, wir haben 15 Schläge. Bego ist der krasseste, deswegen fange ich an. Weil ich will nicht demotiviert werden. Er hat gesagt, er gewinnt. Wir haben eine Wette mit ihm. Ja, jetzt Battle. Schläge jeder und wenn wir jeder vier Schläge. Okay. Warum mein ich tot? Weil du bist tot. Nein. Warum ist tot? Warum bist du tot? Nur mal.